Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lehre mich schweigen. In mir ist zu viel Lärm von der Unruhe des Tages. Vieles bedrängt mich, fordert mich, ergreift mich, zerstreut meine Gedanken. Gib mir Stille. In deiner Ruhe finde ich mich wieder. Ich gehöre dir. Amen. Psalm 102. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir. Wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch. Und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Lesung aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Kapitel. Jesus erniedrigte sich selbst. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Wir werden still. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Bruder und Herrn Jesus Christus. Amen.